Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schumacher, Paartherapeut und so weiter, Coach und Psychologe. Und meine Arbeit findest du auf liebeschiff.de. Du kannst mir da solche Fragen stellen, wie die ich gleich vorlese, zu meinen Kurse und so weiter. Und auf Instagram haben wir übrigens einen richtig Adventskalender. Wir verlosen fast jeden Tag einen Kurs. So, das ist eine echt spannende Frage. Es gibt ja immer so Fragen. Also bei vielen Fragen kann man ja, denke ich, ziemlich klar sagen. Ich glaube, das ist die richtige Richtung. Jetzt kommen wir zu so einer Frage, die echt tricky ist, muss ich wirklich sagen. Ne? Ja, gehen wir mal rein. Hallo Hemischi, heute wende ich mich an dich mit der Bitte um deine Perspektive. Ich verfolge deine Videos schon ein paar Jahre, habe auch einige deiner Kurse belegt und es hat mir unheimlich weitergeholfen, mich und den anderen besser zu verstehen und beim Daten und Führen von Beziehungen klarer zu sehen und mutig zu mir zu stehen. Ich kann nur Danke sagen, es ist schon viel besser geworden. Und ich komme immer schneller aus meiner liebessüchtigen Opferrolle raus. Nun habe ich folgende Situation. Ende Oktober habe ich über eine Online-Plattform einen Mann kennengelernt. Wir haben uns getroffen und seitdem einige wunderschöne Dates gehabt. Alles entwickelt sich ganz gesund, wie du sagen würdest. Er macht Dates, meldet sich oft und schnell. Wir gehen aus, hängen ab und haben Spaß, reden ehrlich ohne Heimlichtuerei oder Opfergerede. Das ist auch wichtig. Über ehemalige Beziehungen, er verhält sich nicht ambivalent, sondern steht zu seinem Wort und ist zuverlässig, will sich binden, handelt auch so. Er macht passende, liebevolle Komplimente ohne Lovebombing, wünscht sich Urlaub mit mir ohne Future-Faking. Alles in einem ganz angenehmen Rhythmus inklusive Progression. Wir haben viel und gemeinsame Zeit, die wir miteinander verbringen, ist lustig, leicht auf Augenhöhe und wir wohnen in derselben Stadt. Was könnte jetzt noch passieren? Könnt ihr mal überlegen? Also ihr werdet wahrscheinlich nicht drauf kommen, das ist schon echt, schon krass irgendwie. Aber manchmal passieren so Sachen. Okay, ich lese mal weiter. Kurz, alles passt erstmal mit meinen Standards und auf beiden Seiten sind Gefühle da und wir können uns gut vorstellen, dass mehr draus wird. Endlich habe ich mal Glück, denke ich. Nun ist es so, dass er mir mitgeteilt hat. Was kommt jetzt? Tada, Trommelwirbel. Dass er, bevor wir uns kennengelernt haben, mit einer Freundin einen Urlaub im Januar ausgemacht hat. Ja, das kann passieren. 3 Wochen auf einem anderen Kontinent. Wer ist denn diese Frau? Diese Frau ist eine Tinder-Bekanntschaft, mit der letztes Jahr eine Freundschaft Plus hatte. Nun sind sie gute Freunde. Sie hat auch jemanden kennengelernt. Ja. Er fragt mich jetzt nicht direkt um Erlaubnis, muss er ja auch nicht, aber er sitzt nun in der Klemme, dass er das Versprechen zu der Freundin halten will, Urlaubstage dafür aufgehoben hat, aber uns nicht riskieren will. Ja, also ich denke, können wir vorstellen, dass das viele anders sehen, als ich es jetzt sehe, aber das ist wirklich einfach eine scheiß Situation. Ne? Also ich kann ihm da keinen Vorwurf machen. Also er war Single. Du überlegst dir irgendwie, was du mit deiner Single-Zeit machst. Er denkt sich, auch wenn wir jetzt nicht mal zusammen sind, mit der Helga da von Tinder, scheiß was drauf, wir sind beide Single, lass uns zusammen Urlaub fahren, ne? Total in Ordnung, ja, kann man nichts gegen sagen. Warte mal, hatte den jetzt schon jemand anders oder nicht? Hätte auch jemand kennengelernt, aber auch nicht fest zusammen. Ja, dann macht man das halt. Plant das, weil man muss seine Zeit ja irgendwie verplanen, reicht Urlaub ein und dann lernt man jemanden kennen. Habe ich auch schon erlebt, dass ich da jetzt nicht mit einer anderen Person wegfahren wollte, aber eine Sache machen wollte, die man nicht typischerweise nicht unbedingt macht, wenn man in einer Beziehung ist. Habe das dann einfach verfallen lassen oder keine Ahnung, was ich damit gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das ist verfallen dann irgendwie, weil ich dachte, ach nee, so wichtig ist es auch nicht. Aber das war auch so eine Kompromisssache. Hatte auch nicht ansatzweise so einen Umfang hier. So. Und ist scheiße. Ist echt scheiße. Und auf der anderen Seite sagst du dir natürlich zu Recht, Freundschaft plus 3 Wochen Timbuktu, wie leicht können im Urlaub wieder Gefühle entstehen, landen in der Kiste. Also ich würde das versuchen, so erwachsen wie möglich anzugehen, weil, wie du schon richtig sagtest, ihr seid ja auch nicht richtig zusammen.
Und natürlich kannst du, also es war vor eurer Dating-Geschichte ausgemacht. Jetzt haben wir noch dazu Jahresurlaub, Flug schon bezahlt und es ist wirklich, das ist echt krass, das ist echt krass. Was will das Schicksal dir sagen? Ich weiß es nicht. Ja. Gut, schauen wir mal, was ihr daraus macht. Ich war mutig und habe mich diesmal nicht verstellt. Nee, da gibt es auch gar keinen Grund zu. Sondern klar gesagt, dass er das selber entscheiden muss. Das hätte ich auch auf jeden Fall gesagt. Das muss ich wirklich auch gesagt. Musst du selber entscheiden. It's up to you. Ist ja auch so eine Sache, wenn du ihn dazu jetzt drängst und er sagt das ab und dann läuft das bei euch doch nicht so gut. Und dann sagt er, ah, wegen dir habe ich jetzt diesen geilen 3 Wochen Timbuktu abgesagt. Ja, das willst du auch nicht, ne? Kannst du auch nicht machen, ne? Kann er machen, aber dass ich dann raus wäre, weil ich keine Dreiecke will und diese Reise, das, was zwischen uns ist, erstmal auf Pausenmodus setzt. Ja, also ich muss sagen, das ist sehr nah dran, was ich auch gemacht hätte. Ja. Ich hätte auch gesagt, du, wenn du fahren willst, dein gutes Recht, aber dann weiß ich nicht, dann lass uns das einfach Pausenmodus, ja, ist eigentlich ein gutes Wort, Pausenmodus setzen. Ihr macht da euer Urlaubsding und ich mache auch in der Zeit, was ich machen will, muss ich dann auch nicht verpflichtet fühlen, ne? Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und das wäre, finde ich, eine sehr erwachsene Weise, damit umzugehen. Und ich, man kann ja auch immer überlegen, wer weiß, wofür es vielleicht gut ist. Also vielleicht kommt er wieder und ihr könnt genau da ansetzen wieder. Vielleicht fangen die wieder was an und dann denkst du mir, oh Gott, das wäre sowieso passiert. Gut, dass ich es gleich da gemacht habe. Also versucht er deinen Frieden mitzufinden. Das wäre so mein Rat, ne? Und vielleicht sagt das ja auch doch noch ab, so, ne? Keine Ahnung. Schwer zu sagen, es ist ja natürlich auch immer die Frage, was gibt es da für, was nicht, könntest du mit ihm fahren? Keine Ahnung, man kann natürlich schon überlegen, ob man da noch kreative Lösungen findet, aber da ihr noch gar nicht richtig fest zusammen seid, hat man natürlich auch nicht so einen Hebel, dass du da was von ihm erwarten kannst. So, ne? Das ist halt, du lernst halt jemanden kennen, wenn du ihn kennenlernst und der ist dann halt in irgendwelchen Umständen und das Dreieck, also das ist jetzt kein geheimes Dreieck, aber Dreieck ist schon ganz richtig, weil 3 Wochen mit einer anderen Single vorwegzufahren ist natürlich nicht no clean slate, kann man so sagen, ne? Keine leere Platte, da steht natürlich was drauf, ne? Ist wie es ist, ne? Meine Reaktion ist, okay, also erstmal abwarten, vor Ende Januar ist hier gar nicht sicher. Mhm. Bei mir geht eher eine Schranke runter und ich fühle, wir werden hier in unserer Progression ausgebremst. Ja, ist so. Ist wie es ist, ist scheiße. Wie gesagt, ich hatte das, weiß nicht, auf Instagram, glaube ich, schon gepostet. Ich war auf der Zugspitze, erste Mal im Jahr. Wollte snowboarden. Alles super. Man muss ja auch mal an 1000 Sachen denken. Hatte alles mit. Stehe oben auf der Piste, will man Snowboard anschnallen und dann fällt da die Halterung von dieser Snowboardbindung ab. Also, und dachte ich mir auch erst so, muss die Schraube doch gerade losgegangen sein. Aber auch weit und breit keine Schraube. Ist für mich unerklärlich, weil wenn ich Sachen wieder zusammenbaue, dann wüsste ich nicht, warum ich nicht alles fest zusammenschrauben würde wieder, wenn ich die Bindung wechsle und so. Also für mich macht überhaupt keinen Sinn, aber es ist so, wie es ist. Keine Schraube, keine Bindung und durfte ich wieder, ich meine, wer die Zugspitze kennt, das ist echt ein Akt, da hochzukommen. Ganz zurück, wieder zum Auto, neues Snowboard holen, wieder ganz hoch. Warum? Das Leben ist so, das Leben wirft uns ständig Curveballs, sagen die Engländer, also wirft uns ständig irgendwelche Sachen vor die Füße, wo wir darauf reagieren müssen. Das ist das Leben. Keine Ahnung, warum das so sein muss, aber so ist das Leben. Und man kann versuchen, dann Sinn drin zu finden oder man lässt es, aber man muss mit diesem Leben leben.
Ja, also insofern versucht er möglichst cool mit umzugehen, so, ne? Don't give a fuck, ist wie es ist, ne? Genau, das will ich nicht mehr. Mein Standard, kein Wenn, Dann mehr. Außerdem wird sich unsere Kommunikation ändern. Plötzlich sind da blinde Flecken, die wir beim Reden umschiffen, um den anderen nicht zu verletzen oder das Vertrauen zu riskieren. Er könnte nicht frei sein. Er könnte zum Beispiel nicht frei von ihren Reiseplänen schwärmen, Fotos sehen, sondern würde alles filtern. Das ist doch scheiße. Ja, es gibt ja, da sprechen wir eigentlich ganz wenig drüber. Sorry, das Wort haben wir, das ist wieder so ein Video der Anglizismen. Engländer sagen immer ready, willing and able, so, ne, für eine Beziehung. Also, so ganz frei übersetzt soll das heißen, ja, dass man innerlich bereit ist für eine neue Beziehung. Das kann man, glaube ich, hier feststellen. Dass man auch eine neue Beziehung haben will. Und dass auch die Umstände passen müssen für eine neue Beziehung. Da reden wir selten drüber, ne? Das, weil das sind eigentlich ist es nicht nur Polarität und Chemie. Darüber reden wir ja ganz oft. Und dann gibt es auch ein drittes. Und das ist, dass es so technisch möglich ist, diese Beziehung zu führen. Ne? Weil das meistens ist das gegeben. Aber ja, wenn du zum Beispiel jemand auf Feuerland kennenlernst und versteht euch ganz toll und der muss aber da bleiben und du musst in Europa sein, ja, da muss man sich vielleicht sagen, es geht einfach nicht, ne? Also wir mögen uns, aber es geht nicht, ne? Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen Konstellationen. Und das ist jetzt eine ähnliche Konstellation. Ihr wollt es, ihr seid da bereit dazu, aber man kriegt diese Reise, kriegst du nicht weggebeamt. Man kann sie natürlich absagen, aber auch das Absagen hat ja wieder Konsequenzen. Ne? Also das ist leider einer dieser Fälle, wo, also ich will das jetzt nicht sagen, dass es nicht doch noch was wird, so, ne? Aber du kannst nichts anderes machen, als es auf und hold stellen. Und ich hätte keinen Bock darauf, da Fotos gesendet zu kriegen. Also da würde ich sagen, melde dich einfach, wenn du wieder da bist, oder kannst du mir ja zweimal zwischendurch schreiben, ob du noch lebst. Und fertig, aber ich will auch keine, nee. Also, und da ist auch schon so viel Reibung drin, dann, ich weiß es nicht, also schreibt mir gerne mal, wie ihr das gemacht habt, würde mich echt interessieren. Wir haben offen geredet, eine Deadline für die Entscheidung gesetzt und nun hat er sich für die Reise entschieden. Okay, also das finde ich am wichtigsten, dass er sich überhaupt entscheidet. Also mal eine kurze Frage und ich wäre sehr dankbar und ich finde das auch, fühlt sich für mich irgendwie richtig an, weil ich glaube nicht, dass ihr schon so weit seid, dass man so eine große Planung einfach so umwirft irgendwie. Ja, mit etwas, wo man auch nicht weiß, was raus wird. Und da hat er sich jetzt für das irgendwie sichere entschieden, was zumindest schon fest geplant ist, wo er weiß, was auf ihn zukommt. Und das ist vielleicht echt die bessere Entscheidung auch, ne? Also meine kurze Frage, ich wäre sehr dankbar für deinen Rat. Wie kann ich unterscheiden, ob das für mich ein verhandelbarer Standard oder Dealbreaker ist? Na, er hatte ja nichts getan. Also es ist weder, also da das so eine blöde Situation ist, ist eigentlich weder ein Standard noch ein Dealbreaker. Es betrifft dieses dritte Feld von, ist es technisch möglich, dass wir jetzt eine Beziehung führen können? Nee, könnt ihr gerade nicht, ne? Aber er hat ja nicht das innerhalb der Beziehung gemacht und geplant, dann wäre es ein Dealbreaker. Also es ist eigentlich außerhalb davon, ne? Und trotzdem genauso beschissen, ne? Was hältst du davon, dir einen Kompromiss zu suchen? Ja, Kompromisse sind immer gut, wenn es nicht toxisch ist. Und es ist nicht toxisch, weil es nicht manipulativ ist. Also insofern, wenn ihr einen Kompromiss findet, natürlich. Er will das wirklich mit mir, schlug vor, die Reise auf 2 Wochen zu kürzen und möchte vorher über Silvester mit mir verreisen. Klingt für mich nach einem absolut akzeptablen Vorschlag, ja. Also er macht ja jetzt auch nicht den Eindruck, als wenn er nicht zu seinem Wort stehen würde. Und ich meine, ich kenne die jetzt nicht. Also ich würde die auch mal treffen. Das würde ich, glaube ich, machen. Ich würde die mal treffen, die Freundin. Weil wenn das nur eine Freundin ist, dann könnt ihr euch ja mal zu dritt treffen und mal ganz offen drüber reden. Und das ist auch glasklar, dass ihr habt da jetzt was laufen. Man, nicht, dass das jetzt eine Gewähr wäre in dieser komischen Welt hier, aber
Dann sind die Fronten wenigstens mal geklärt und du kriegst nochmal ein Gefühl dafür, so. Das würde ich auf jeden Fall machen, glaube ich. Weil das sollte ja eigentlich kein Problem sein, wenn es so freundschaftlich ist. Aber hört sich nach einem guten Kompromiss an. Aber nochmal, ihr kennt euch noch nicht lange, ne? Also, wenn ich sage, so don't give a fuck, das heißt auch ein bisschen so, hab keine Erwartungen, ne? Und guck an, was auf dich zukommt. Und ja, also ich würde da nicht in so einen Fantasiemodus gehen, wo ihr schon zusammen seid und alles, sondern ja, mal gucken, ne? Mal gucken, was wird. Das wäre eine konkrete Handlung und mehr als nur bloße Worte. Ist sowas verhandelbar? Ja, finde ich absolut. Schreib mir mal unbedingt, was daraus geworden ist, würde mich interessieren. Text doch lang geworden? Nee, auch das wieder ein Fünftel meiner üblichen Mails. Ich weiß das sehr zu schätzen, wenn die so kurz sind. Also, die werden noch eher vorgelesen, kann ich auch sagen. Er will das wirklich das haben wir schon. Danke dir schon mal und wünsche dir einen wunderschönen Advent. Ja, Radschlewskowskola. Ja, bin gespannt und wir hören uns bestimmt nochmal und auch wir ZuschauerInnen werden uns auch wieder hören. Bis bald.